Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Schütz Claudia, mein Name. Ja. Ich hätte gerne mit Herrn Rakesh Bhatgadi gesprochen, bitte. Ja, der ist bei Telefon. Wie kann ich Sie bitte weiterhelfen? Ich melde mich von der Gesellschaft für Vermittlungsaktionen. Ja. Der Grund meines Anrufes ist, wir haben unsere Sonderverlosung gehabt, wobei Ihre Rufnummer ausgelost wurde. Oh. Sie haben mit zwei Reisegutscheine und einem Mindestgewinn erzählt. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Und das Reise. möchten wir. Reisegutscheine. Oh, wofür? Paris und Norditalien am Gardasee. Gardasee? Oh, da Könnte wollte ich schon immer mal hin. Das ist ja wunderbar. das nachvollziehen, wie Sie zu diesem Gewinn überhaupt gekommen sind? Nee, aber das ist mir ja egal. Wenn ich das machen kann, ist das super. Das ist super gut. Okay. Nächste Woche bekommen Sie per Post zugeschickt eine, wie gesagt, eine viertägige Flugreise Oh. nach Paris und eine viertägige Flugreise nach Norditalien am Gardasee. Okay. Die beiden Reisegutscheine sind jeweils für zwei Personen und haben eine unbefristete Gültigkeit, Oh, sehr gut. sind auch übertragbar. Die können Sie auch dann verschenken Ja. bzw. auch verkaufen. Außer diesen beiden Reisegutscheinen bekommen Sie noch das Mindestgeschenk. Sie sind eine der fünf glücklichen Gewinnern. Vier von Fünf. diesen Gewinnern bekommen 500 € in Oh, bar. toll. Ja, und nur ein Gewinner bekommt ein Hotelcheck. Die sind Check. weltweit über 35.000 Mittelklasse-Hotels für zwei Personen im Wert von 600 €. Oh mein Gott. Gesundheit. Haben Sie Dankeschön. Bitte schön. Haben Sie irgendwelche Fragen noch dazu bezüglich Ihrer Gewinne oder überhaupt? Wann kann ich da fliegen oder fahren? Also nächste Woche bekommen Sie die Reisegutscheine. Okay. Mit diesen Reisen können Sie gleich verreisen. Einfach nur beim Direkt. Reiseveranstalter erstmal buchen, wann Sie verreisen möchten. Okay. Von welchem Flughafen Sie abfliegen möchten, Hamburg, das müssen Hamburg. Sie aus Hamburg, okay, das müssen Sie aber beim Reiseveranstalter entweder unter der Hotline-Nummer Ja. oder übers Internet online müssen Sie das erstmal Internet. buchen. Ja, okay. Können Sie Genau, mir das es steht Tele die Tele Stop, stop. Können Sie mir Telefonnummer geben? es steht alles auf diesen Unterlagen drauf. Ja, welche Unterlagung? Das, Nächste was? Woche bekommen Sie die Post. Auf diesen Unterlagen Ja. stehen die ganzen Oh, sehr gut. Kontaktdaten drauf. Sehr gut. Sehr Okay. gut. Das ist wie viel Und da, das bin, ich muss das alles aufschreiben. Ich habe das, oh mein Gott. Also, was ist das? Italia, ja? Italia und Frankreich? genau, und Frankreich, vier Muss. Tage, drei Nächte. Ja, und ist das einen von beides? Muss ich aussuchen oder kann man beide machen? Sie können, das sind beide Reisegutscheine, gehören Ihnen. Oh Das sind mein zwei Gott. Reisegutscheine. Oh mein Ja, das Gott. ist Ihr Gewinn. Ich habe hier die Adresse von Ja. Ihnen. Ist die Hauptstraße 91 immer noch aktuell? Ja, richtig. Aber jetzt muss ich doch mal fragen, wie komme ich zu des Ehren, das Gewinn zu bekommen? Ich muss das wissen. Also, Ja. Sie haben sich in der Vergangenheit mit diesen Daten registriert. Kann bewusst sein, unbewusst. Und Sie haben das Recht erworben, an der Verlosung teilzunehmen. Oh. Wo Sie jetzt im Genauen teilgenommen haben, sich registriert haben, als Sie denn schriftlich informiert. Also ich kann das leider nicht sehen, würde ich Ihnen Okay. auch gerne sagen. Das kommt dann Wäre auch bei kein Problem. kommt dann bei E-Mail. Per Post bekommen Sie die ganzen Ja, Unterlagen mit den können Sie das bei E-Mail schicken, weil das wird ja schneller kommen. Nee, das sind originale Reisegutscheine, Oh die Sie Gott. per Post bekommen. Kann man das nicht ausdrucken mit Printer? Wieso möchten Sie das nicht per Post haben? Ja, ich möchte, weil das, ich habe jetzt ab Montag hab ich Urlaub. Vielleicht dachte, kann ich dann schon fliegen. Ach so. Ja. Nee, das kann ich aber nicht machen, leider. Oh, ja, dann Aber die Reise. muss ich bei Winterurlaub machen. Ja, wann Sie möchten, zu Weihnachten,
Wann Sie möchten, nächstes Jahr, es ist kein bestimmter Reisetermin, das können Sie sich selber entscheiden. Okay, das kann ich aussuchen. Okay. Genau, das können Sie aussuchen. Ja, und ist das, und der dann, Wohn ist das mit, muss man Essen bezahlen oder ist das Full Pension? Da ist nur Frühstück mit dabei. Frühstück? Sehr gut. Sehr gut. Genau. Da müssen wir Frühstück machen, wie ist mit Hamster, dabei. Müssen wir machen wie Hamster, ganz viel essen. Genau. Ja, das ist sehr gut. Dann viel Geld sparen. Muss man das, weil ich habe das, das Portemonnaie, das ist gestohlen worden. Muss man Reisepass haben? Aha, ach so. Ja, muss man ja, das natürlich haben. Müssen Sie, genau, Reisepass müssen Sie natürlich haben. No, muss man Visa beantragen oder wie heißt denn? Nee, da brauchen Sie kein Visum. Okay. Da können Sie verreisen nach Italien, auch nach Frankreich ja. Mit Ihrem Pass. Ja, aber okay. ich muss das Passport haben? Natürlich. Ja, also ist das Führerschein, ist das in Ordnung oder muss man Passport haben? Sie müssen einen Pass haben, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Reisegutscheine, Sie können verreisen, wann Sie möchten. Da haben Sie noch genug Zeit für das. Sehr gut, sehr okay. Gut. Wenn nicht, dass das beste okay. Hotel schon ausbuchen. Weil das wäre ja schrecklich. Das sind 4-Sterne-Hotels. Das ja. Sind sehr gute Hotels. Das kann ich Ihnen empfehlen. Ja, welche? Und Herr Bad. Das steht alles auf diesen Reisegutscheinen. Ja, ja, ich meine, welchen Hotel Sie, können Sie Empfehlung? Nee, nee, das Hotel, das ja. Ist schon bestimmt. Das können Sie nicht umändern. Ach so. Das Hotel, in dem Sie, ja genau, in welches Sie übernachten, das ist schon bestimmt. Ja, aber wenn Sie nicht sagen, das gibt das 2000 Hotel, wo kann man Auswählung machen? Nee, nee, Moment, das ist was anderes. Das ist der zweite Teil Ihres Gewinnes, oh. Dass Sie haben ja 2 Reisegutscheine gewonnen, Paris, ja. Italien. Italien. Und genau, und ja. Sie und weitere 4 Kandidaten bekommen noch diesen zweiten Teil noch dazu. Ja, werde das andere Leute dann auch bei das Hotel kommen? Ist das ein Gruppenreisen? Nein, das sind keine Gruppenreisen. Ach so. Aber ich kann das meine Frau mitnehmen, richtig? Genau, das sind okay. Für 2 Personen. Okay, Herr Bartgardi, ich habe hier... Kann man das Kinder mitnehmen? Die Kinder können Sie auch mitnehmen, aber da müssen Sie noch dazu buchen für das Kind. Ja, also bezahlen Sie minimale Preise. Alright, sehr gut, weil ich kann ja nicht das Kind alleine lassen. Genau, auf jeden Fall. Natürlich können Sie Kinder mitnehmen. Sehr kleine Buchungen, keine kleinen Kosten und das war's. Ja, das und ist sehr gut. Ist der, Herr Bartgardi, ja? Ist der Sitzort in Baden-Baden mit der Postleitzahl 76534? Ja, das ist Baden Airport. Kann okay. Man da fliegen? Das müssen Sie beim Reiseveranstalter nachfragen. Wenn Ihnen es passt, die Reisezeit. Und wenn das ist, das ist ein Flughafen, das ist weiter, kriegt man dann das Taxi zum Flughafen? Also wahrscheinlich schon. Okay. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber kann sein. Sehr gut. Sehr okay. Gut. Oh okay. Mein Gott, ich könnte Sie umarmen. Herr Bartgardi, ich freue mich auch für Sie. Ja. Man gewinnt heutzutage wirklich nicht jeden Tag etwas. Das ist auf richtig. Jeden Fall Ihr Glück. Ja. Wie gesagt, freue mich auch für Sie. Ja, das ist und sehr gut. Ich brauche nur eine Bestätigung für Geburtstagsdatum. Also ich habe hier ein Geburtstagsdatum eingetragen. Ich brauche das eigentlich nur auch für die Volljährigkeit. Sind Sie am 2. Februar 1981 geboren? Nein, stimmt das? Nein, das ist 13.07.71. Ich komme immer durcheinander. Oh, Entschuldigung. Ja, okay, 13.07. Sie haben heute Geburtstag. Ja, richtig, das ist geile Geschenke. Wow. Können Sie wow, das freut mich für Sie. Ja, können Sie das ist ein Geburtstagsgeschenk. Ja, das ist toll. Können Sie mir ein Lied singen? Bitte? Können Sie mir Geburtstagslied singen, weil meine Frau das arbeiten? Nein. Nein, Herr Bartgardi, kann ich leider nicht. Oh ich Gott. Bin in der Arbeit.
Ja, das tut ist mir leid. Schade. Können wir dann nachher machen? Nee, kann ich auch nicht. Ich, okay. Ich rufe aus Bonn. Das ist zu weit weg. Ja, das kann man ja mit Webcam kann man ja machen. Nee. Soll ich sie brauchen wir nicht. Geben? Nee. Das ist Indian Dream. Brauchen Sie nicht. Brauchen Sie nicht. No, okay. Herr Badgadi, ja? Machen wir unsere Arbeit fertig. Nächste Woche bekommen Sie die Post mit den Reisegutscheinen. Sehr gut. Alles, was ich Ihnen hier jetzt am Telefon mündlich erklärt habe, ja? Wird Ihnen nochmals schriftlich bestätigt. Das ist dann auch Ihre Garantie, Ihre Sicherheit. Bitte lesen Sie sich das Ganze in Ruhe durch. Ja. Unsere Kontaktdaten, die können Sie aus diesen Unterlagen entnehmen. Wenn irgendwelche Fragen noch dazu entstehen, bitte einfach anrufen. Ja. Unter der Hotline-Nummer. Ja, können Sie unter der Hotline-Nummer. Was ist da können Sie uns erreichen. Die Hotline-Nummer, die bekommen Sie auf diesen Unterlagen schriftlich informiert. Meine Rufnummer, die sehen Sie ja. Ja. Die ist bekannt. Das ist aber eine Outbound-Nummer. Da werden nur Anrufe gemacht. Okay. Da kommen Sie auch nicht rein. Also unter der Hotline-Nummer, da können Sie uns jederzeit erreichen. Ja, und wie ist das? Wie bekommen Sie schriftlich informiert? Ja, ich kann schreiben. Sie können mir sagen. Die habe ich ja nicht. Deswegen bekommen Sie ja die schriftlich informiert. Was? Die Hotline-Nummer. Können Sie dann bitte Manager fragen? Weil ich muss das ja haben. Und meine Frau will ja bestimmt auch Danke sagen. Herr Badgadi, ja. Verstehen Sie mich schlecht. Nächste Woche bekommen Sie die Unterlagen. Okay. Und da steht die Hotline-Nummer drauf. Ja. Und wenn Sie dann Fragen haben, wenn Sie dann nächste Woche Fragen haben, dann können Sie uns unter der Rufnummer, die dort drauf steht, erreichen. Aber wenn Sie jetzt Fragen haben, ja, dann können Sie mich fragen. Okay, ist in Ordnung. Okay. Ja. Und Ihren Mindestgewinn in Höhe von 500 Euro, diesen Bargeldgewinn erhalten, ja, Sie von uns separat per Banküberweisung überwiesen. Auf welche Bankverbindung wünschen Sie denn Ihren Mindestgewinn bitte? Wohin können wir das überweisen? PayPal. Also Girokonto muss das sein, kein PayPal. Kann man nicht bei PayPal machen? Nee, kann man leider nicht. No, das ist so was anderes. PaySafeCard? Kann man PaySafeCard machen? Bitte? PaySafeCard? Nee. Oder Steamgut haben? Amazon? Nee. Also muss bei, kann ich sie Kreditkarten? Oder was kann man machen? Kreditkartennummer brauchen. Dürfen Sie niemals preisgeben. Warum denn? Das sind Geheimdaten. Überweisen. Das sind Geheimdaten, das ist gefährlich für Sie. Ja? Kreditkartennummer niemals weitergeben. Herr Badgadi, ich brauche nur ein Girokonto. Vorhin hat eines angerufen, der sagt, ja, ich von 5 dem Marketing, das gibt ein neues Mastercard und er wollte meine Nummer geben. Und dann sage ich, das ist meine Nummer zur Bestätigung. War das nicht gut? Nee, sollten Sie niemals preisgeben, eine Kreditkartennummer, das ist gefährlich. Soll ich das sperren? Also das ist gefährlich, aber mit einer IBAN kann man niemals etwas anfangen. Oh, ohne Ihre Genehmigung, ohne Ihre Einverständniserklärung, kann ich nur Geld einzahlen. Ja, das können Sie mit einer IBAN machen. Das ist sehr gut. Finde ich auch. Ja. Haben Sie eine IBAN, die ich hier eintragen kann für die Überweisung? Ist das das Account Number, Kontonummer? Ja. Ja, warte, muss ich das Karte suchen. Warte, muss gucken, wo hat meine Frau das hinlegen. Weißt du, meine Frau immer das Geld nehmen. Das immer weggeben. Ist das mal Lucky? Oh Gott, und wer sind das andere Leute, das habe gewonnen? Bin ich dann mit denen bei Hotel? Das kann ich mit denen Party machen. Nee, da kann jeder verreisen, wann er möchte. So. Kann nicht sein, dass ihr alle miteinander seid. Ach so, kann man das so machen, dass das alle bei meinem Termin fliegen, weil das kann ich Freunde machen. Nee, das können wir nicht entscheiden. Jeder hat einen anderen Urlaubszeitpunkt. Ja, können Sie dann das, werden Sie das andere Leute noch anrufen? Nee, kann ich leider nicht. Oh mein Gott, aber wissen die schon Bescheid, dass die gewonnen haben?
Ja, natürlich. Na, sonst Ich hätte ich habe. gesagt, Sie können ihr mal ganz lieb fragen und das meine Telefonnummer geben. Das hätte man zusammen, kann man Alkoholik-Party machen. Nee, das kann man nicht machen. Es Na. hat jeder einen anderen Urlaubstermin. Ja, okay. Wie ist das? Kann man, wenn man das bezahlen, noch Kumpel mitnehmen? Wen mitnehmen? Eine Kumpel, ein Kollege? Ja, natürlich, wenn zu dazu buchen können Sie immer noch. Ob das Sicher. jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsene, es ist kein Problem. Okay, sehr gut. Da kann ich noch die Miete mitnehmen. Das ist sehr gut. Was kostet denn, wenn man Menschen mitnehmen? Weißt du, bei Kindern bezahlen sie nur einmal 50 Euro. 50? Genau, und das Kind kann mitfliegen, Ja. Übernachtung und Frühstück, alles mit dabei. Ja, und das und ein Erwachsenenkollege? Das weiß ich nicht, so vielleicht ungefähr 70 Euro, ein erwachsener Kollege. 70 Euro für Kollege? Genau. Das ist sehr gut, das ist sehr günstig. Oh Gott, Ja, finde ich auch. das ist besten Geburtstag ever. Finde ich auch. Ja, das ist so Es ist wunderbar. ein schöner Zufall. Ja, das ist so wunderbar. Ich könnte, oh mein Gott, es muss Party. Wollen wir tanzen? Müssen wir feiern. Oh Gott, das ist so toll. Nachgeschaut? Haben Sie eine Bankverbindung bitte? Es sollte nur Oh Gott, das habe ich jetzt Ihr ganz vor eigenes. Freude ganz vergessen. Warte mal. Okay. Oh Gott, Entschuldigung. Kein Problem. Oh mein Gott. Sind Sie jetzt von der Reisefirma? Nee, ich bin nicht von der Reisefirma. Wir Ach sind so. eine Gesellschaft für Vermittlungsaktionen. Wir sind für die Gewinnbenachrichtigung zuständig. Okay, also Sie das bei Deutschland Menschen anrufen, wenn das haben, einen Gewinn machen? Genau, Oh, sind Sie super. so Behörden? Ungefähr, genau. Ja, Also, okay. das ist ein Großunternehmen. Wir rufen in Deutschland Ja. alle Kandidaten an, die etwas gewonnen haben. Das sind verschiedene Verlosungen. Ah, so wie, wie sagt man das bei, so wie Mafia? Genau. Oh, sehr gut. Das ist immer sehr gut. Ich mag das Mafia. Kennen Sie vielleicht ist das Manager bei Ihnen, Mr. Corleone? Das ist auch Italiener. Nee, leider. Das hätte ja sein können, weil das auch reist bei Italien und vielleicht das ja. Hallo? Sind Sie ein Italiener? Nee. Nein, ich bin Inder. Ach so, Indien. Ja, sind Sie schon mal bei India gewesen? Nee, war ich noch nie. No, das müssen Sie mal machen. Das ist ein wunderschönes Land. Ja, das finde ich auch, aber leider habe ich noch nie, war ich noch nie in Indien. Oh, dann müssen Sie mal kommen. Das ist sehr gut. Da können Sie gut Party machen, schön bei Zug fahren auf Dach und das ist sehr gut. Hoffentlich. Ja, Hoffentlich soll ich vielleicht. Sie eine Nummer von Botschafter geben? Das ist von mir ein Kumpel. Da können Sie helfen. Wirklich? Ja, der ist bei Stuttgart. Okay. Nee, brauchen Sie nicht. Also wenn ich Oh. verreise, mache ich das beim Reiseveranstalter. Ja, Kein aber Problem. das ist ja besser, wenn kann man einen Kumpel von Botschafter, weil Visa sehr teuer. Nee, brauchen Sie nicht. Also heutzutage ist das wirklich sehr leicht. Wenn man ins Ausland fliegen möchte, die Reisebüros machen das alles schon für mich. Ja, aber das ist ja bei Indien, ist ja nicht alles so einfach, wegen des Visa-Regeln. Da muss man gute Connection haben. Also ich habe Ihre Rufnummer. Ja, sehr Wenn gut. ich das vorhabe, dann rufe ich Sie einfach an. Das ist sehr gut. Und dann können Sie mal bei Kalkutta oder bei Bombay fahren und können Sie das Ziegenmarkt angucken. Mögen Sie Ziegen? Okay. Nee, eigentlich nicht, Oh aber. Gott. Was mögen Sie für Tiere? Meerschweinchen? Nee, auch nicht. Oh mein Gott. Eher Lamm. Lamm? Nee, nicht zu essen, zu angucken. Angucken. Sie Also, können. ich habe eine Oh Gott, Hauskatze. Sie können doch nicht die heilige Ziege essen. Oh mein Gott. Sie können nicht Haben Sie sowas vollkommen machen. recht. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh mein Gott, man kann doch nicht das Ziege essen. Das ist schrecklich. Das habe ich nicht gemeint. Aber wenn Sie jetzt Schwein gesagt haben, habe ich geglaubt, dass Sie sowas fragen. Deswegen. Wieso Schweine? Ansonsten, Was ist mit den Schweinen?
Sie haben ja, lieben Sie Schwein, haben Sie ja gesagt, nein, oder habe ich Sie falsch verstanden? Meerschweinchen, Meerschweinchen, das kleine pelzige Tieren. Meerschweinchen, nee. Ah ja, jetzt habe ich Sie verstanden, ja. Entschuldigung. Ob Sie den mögen, nicht ob Sie das essen. Man kann doch kein Meerschweinchen essen, das sind so liebe Tiere. Ich habe Sie oh ganz Gott. Falsch verstanden. Ich habe eine Katze zu Hause, ich Achso. liebe Tiere. Das ist kein Problem. Ich dachte schon, oh mein Gott, man kann doch kein Meerschweinchen essen. Gott. Das ist doch nicht in Ordnung. Da haben wir uns ganz falsch verstanden. Ja, das haben wir. Das ist ja schrecklich. Genau. Oh mein Gott. Ich dachte schon, ich spreche mit Monster. Sie können doch nicht so was machen. Oh mein Gott. Herr Bargadi, ja? Wir müssen jetzt das Gespräch fertig machen. So geht das jetzt nicht weiter. Aber warum denn? Das ist sehr, sehr freundlich mit Ihnen. Wir sprechen seit über 15 Minuten. Ja, 21. Ich kann Sie genau sagen. 21 Minuten sogar. 21 Minuten. Und jetzt ja, dann müssen wir fertig machen. Oh Gott. Mögen Sie nicht mit mir sprechen? Das hat nicht mit Mögen zu tun. Das ist meine Arbeit. Mit Menschen zu sprechen? Genau. Ja, und ich liebe meine Arbeit. Dann können wir ja weiterreden, weil ich mag Sie Stimme. Nee, das ist mein Vorarbeiter, steht vor mir. Ja. Schaut mich ganz mit großen Augen an. Ja, ich muss jetzt fertig machen. Ja, können Sie mir den bitte geben, der soll Sie keine Angst machen. Das ist... kann ich leider nicht. Ja, natürlich. Das Kunde möchte Sie sprechen, Mr. General. Machen wir das so. Also, haben Sie eine Bankverbindung, die ich hier eintragen kann? Ich kann Sie ansonsten auch später nochmal anrufen. Ja, das können wir machen. Ich muss die bearbeiten. Das ist kein Problem. Ist das, müssen okay. Sie das Kontonummer haben oder das IBAN-Nummer? Die IBAN. IBAN, genau. Ist das denn lang? Genau, IBAN. IBAN? Die lange Nummer, genau, die lange Nummer. Hallo? Ja? Ah, jetzt ist Verbindung weg gewesen. Sehr Ach gut. so, nee, ich hab's gehört. Ja, Sie haben hören? Ich höre Sie. Oh, sehr gut, ja. Können Sie dann schreiben? Bitte, ja? Ja, das ist DE55. DE55? 372. 372. 195. 195 637 637 5 Fünfmal die 5? Ja, 4 4 1 2. Können Sie mir das bitte nochmals wiederholen? Also DE55? Ja. Ja, ich höre. Da, jetzt können Sie mir das wiederholen, dass ich meinen Fehler hier löschen kann. Ja, können Sie noch mal lesen, bitte? 37 Ja. 21 12 Also 12, Moment. Ja. 9563 Alright. 9563, ja. Ja, ja. Und 7 7, ja. 1 2 3 4 5 mal die 5. Nee, kein 1, 2, 3, nur 5. Ja, nee, passt schon. 7 und 5 mal 5? 7, nee, nicht 7 mal 5. Nicht 7 mal, das ist zu viel, junge Frau. 5 mal die 5. Richtig, das ist 25. Genau. Ja. Und 4, 4, 1, 2. Ja, right. Moment mal. Ja. Also ich habe hier immer noch die Bankleitzahl, existiert nicht, steht hier. Also das ist irgendetwas falsch. Ja, aber das lesen Sie von der Karte? Ja, da steht AOK Baden-Württemberg. Haben Sie nur die Bankleitzahl draufstehen, die achtstellige? Das Versicherungsnummer von AOK? Nee, nicht keine Versicherungsnummer, die Bankleitzahl, BLZ. Von des Krankenkassen? Nein, das Konto. Von Ihrem Konto, von der Bank. Die Bankleitzahl. Oh Gott, ich habe genau. Das AOK nehmen. Oh Gott. Ja, das können Sie schreiben.
Ja? Das ist 017. Das ist die Kontonummer. Ja, 017. Ja. 989. 989. 49. 49. 6135. 6135. Das ist auch zu lange. Herr Batgadi, was geben Sie mir denn hier? Das ist Ihre Telefonnummer gewesen. Sie kennen Sie nicht Ihr eigenes Telefonnummer? Wieso? Ich brauche kein. Ich weiß meine Telefonnummer. Wieso geben Sie mir denn jetzt die Telefonnummer? Ich brauche die Kontonummer von ja. Ihnen. Ja, aber Sie wollten mir doch das Hotline-Nummer geben. Nee, die Hotline-Nummer, das steht auf diesen Unterlagen. Die habe ich nicht. Wir sind ein Unternehmen. Wir sind nur für die Benachrichtigung zuständig. Die Unterlagen bekommen Sie von einem anderen Unternehmen, wo Sie sich beteiligt haben. Sie haben sich ja nicht bei uns beteiligt. Richtig. Die Hotline-Nummer bekommen Sie von einem anderen Unternehmen. Oh, das, und das, ja. Diese Hotline-Nummer, die weiß ich nicht. Ach so, kann ich dann, kann ich das Manager fragen? Bitte? Welchen Manager? Mein Manager? Ja, bitte. Okay, dann machen wir das so. Ich habe Ihre Rufnummer. Ich rufe Sie in 5 Minuten nochmal an. Also das beziehungsweise mein Vorgesetzter ruft Sie nochmal an. Und dann? Dann können Sie meinen Vorgesetzten nachfragen, die Hotline-Nummer, oder wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, können Sie auch, wird Ihnen auch dann beantworten. Ja, und alles wann, klar. Wann will das anrufen? Nach 5 Minuten. Nach 5 Minuten? Ich sag's Ihnen das. Genau. Okay, sehr gut. Weil alles das klar. Sehr wichtig okay. Für okay, kein Problem. Alles klar. War schön. Alles klar, bis 5 Minuten dann. Vielen Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, dann wollen wir mal schauen, ob das wieder anrufen. Es ist ein ganz bekanntes Firma. Das wollen nur deine Kontonummer haben. Das haben schon mit Herrn Maulwurf, mit Dimitri, mit anderen Rakesh und mit anderen Rakesh gesprochen. Immer anderes Lügen erzählen, aber immer sagen, ja, Paris oder Italien und dann Kontonummer geben und dann Geld wegnehmen. Weil das, du hast nichts gewonnen, die wollen nur Kontonummer und eine Aufzeichnung mit deinem Ja haben und dann werden die dein Geld nehmen. Man kann bei eBay nicht abbuchen, nur mit Credit Card. Oh mein Gott. Es gibt so viele Menschen, die da drauf reinfallen, weil die denken, oh Gott, ich kann mal von Stress wegkommen. Ich kann mal von Ärger wegkommen, kann von Frau wegkommen oder von Freundin oder von beiden. Und dann werden die große Probleme haben. Und man hört auch immer, das ist auch immer osteuropäische Akzenten, so wie bei Dimitri, nur schlechter. Weil das ist alles scheiße, Jack. Und jetzt werden wir auf Anruf warten. Und bitte in Zwischenzeit nicht bei Kontonummer bei Telefon geben. Vielen Dankeschön.